Hallo zusammen, mein Name ist Andreas. Ich bin paranormaler Ermittler. Ich untersuche Mystiken in der Anderswelt. Ich gehe Geschichten nach. Ich ermittle, ob diese wahr oder unwahr sind. Ich versuche Kontakt zur Anderswelt aufzubauen, diesen zu halten. Hallo, hier ist der paranormale Ermittler und Medium Lord Amon. Ich begrüße alle meine Gäste und Fans auf meiner Seite. So wie die YouTuber heute sagen. Herzlich willkommen auf meiner Seite. Wir möchten heute einfach nur mal ein zwangloses Gespräch führen. Wir werden versuchen, den Tristan zu rufen. Den hatten wir ja auch lange nicht gehabt. Oder die Rebecca Rasch ist ja auch noch verschwunden. Es gibt so viele Leute, die verschwunden sind, die sich sicherlich freuen darüber, dass man sie sucht oder aufsucht. Dann gehen wir mal in die Zwischenwelt. Dann mache ich mein Ghostradio an. Muss ich mal piepen? Piep hat sie gemacht, ja, das stimmt. Hallo Zwischenwelt, hallo Zwischenwelt. Hier ist der paranormale Ermittler und Seelenwanderer Lord Amon. Ich komme mit dem größten Respekt, mit der größten Demut, mit der größten Liebe meines Herzens und mit dem Frieden meines Körpers und mit dem Frieden meines Hundes Bera. Er schenkt uns all das Vertrauen und spürt mir die Seelen auf. Ich suche einen gewissen Tristan. Oder eine gewisse Rebecca. Wenn einer von den beiden Zeit hat, möchte sich ja gerne mit den Namen vorstellen. Hussein, ja. Die sind auch ganz wichtig. Wer kennt Tristan? Gestatten, ja. Georgi? Papiere? Wieso musste Tristan sterben? Wieso musste er sterben? Wer ist denn eigentlich hier? Sagt mir deinen Namen. Idioten? Ja. Sag mir deinen Namen. Is?
Wer ist zuerst da? Ist überhaupt einer? Ist überhaupt einer, der sich mit mir unterhalten möchte? Wer bist du denn? Dad, wer bist du denn? Wir haben einen Termin? Wann haben wir einen Termin? Auf ein Boot? Na, sag mir mal deinen Termin. Also Tristan und Rebecca fallen aus. Nein? Wer ist denn hier? Ist Rebecca hier? Ich hab da schon dreimal mit ihr gesprochen, Rebecca. Dann sagt mir bitte euer Mörder. Specht. Yves Specht. Oder wie weiter? Yves kennen wir ja noch schon. Specht auch. Wer ist bei Yves der Nachname? Der ist untot, ja. Wie ist dein Vorname von deinem Mörder, Rebecca? Achemet. Alle mit. Hassan. Helkun. Helkun. Das ist er. Wo hält er sich auf? Welcher Mörder, der noch hier ist? Wer ist noch da? Sagt mir bitte meinen Namen. Was ist mein Name? Was ist mein Name? Blickpunkt, Punkt und Tod. Tristan, an dir habe ich bloß eine Frage. Wo bist du beerdigt? Nebenan, hört sich gut an. Aber wo nebenan? Gott, neben Gott. Höchstens neben Gottes Acker. Ja, wo denn? Gut.
bist du bekramt, Tristan? In der Stadt? Da. Bist du eingemauert? Im Stadtbad. Kannst du mir sagen, Tristan, wer dein Mörder war? Wer war dein Mörder? Du möchtest in die Sonne gehen. Ewart. Und ohne den wahren Mörder wirst du noch 120 Jahre hier in der Zwischenwelt umherlaufen. Da wird die Zeit zum Gold, ja. Dieter? Welcher Dieter? Kurz, Blick. Dieter, kurz, Blick. Wie dann? Dieter hatten wir schon. Den Nachnamen. Biat. Vera Fuß. 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 Ich kenne sie nicht, Tristan. Ich kenne sie nicht. Ich möchte keinen Stock veranstalten. Der Mörder hieß Dieter und Walter. Da muss ich gucken, wenn ich da an den Computer arbeite. Und Rebecca? Heute ganz einsam ist Rebecca, ja. Wo liegt sie denn begraben? Auf der polnischen Seite oder auf der deutschen Seite? Auf welcher Seite? Polnisch, Deutsch? Oder Deutsch, Polnisch? Hinter Frankfurt oder? Auf dem Weg nach Frankfurt oder?
Negativ. Ist dort was? Schöner. Ist mein großer Assistent Simon auch da? Den möchte ich hier von aus grüßen, auf medialer Weise. Er wird sie empfangen. Mal wir auf einer geistigen Linie schweben. Ich sehe dich tot im Auto liegen. Und nackig. Und begangen. Sieht nicht schön aus. Du bist missbraucht, misshandelt und getötet. Das Böse war das, der Teufel. Oder der Dieter. Oder der Jamet oder Hamet oder Abdu Ayula. Du liest auf der polnischen Seite bekam. Unweit der Oder. Zwischen dem ersten Grenzübergang und dem ersten Dorf, da liegt so ein Kram. Da ist eine Scheune. In der Scheune liegst du. Aber nicht so bald zu erkennen. Du bist dort begraben. Ich sehe, dass du da stehst. Ich habe es. Du warst der Töter. Hamed. Eben? Ich muss mal den Ball gucken von. Er verlangt immer noch sein Recht. Und Tristan Mörder weiß ich noch nicht. Überleg bis zum nächsten Mal und da fahre ich sie ab. Und jetzt beende ich diesen Gespräch. Mit dem größten Respekt, mit der größten Demut, mit den Frieden im Herzen und mit der ganzen Liebe meines Körpers. Ich bedanke mich für dieses Gespräch und sage Ihnen, ruht in Frieden.